Jocko Söni. US-amerikanischen Gesundheitsbehörden umschreiben die grüne Tabakkrankheit zu. Die Arbeit mit Tabakblättern kann eine Nikotinvergiftung auslösen, die sogenannte grüne Tabakkrankheit. Das Risiko steigt, wenn die nikotinhaltigen Tabakblätter nass sind oder mit Schweiß in Berührung kommen. Das Nikotin kann so leichter durch die Haut in die Blutgefäße gelangen. Typische Symptome sind Husten, Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck. Die internationale Kinderhilfsorganisation Plan International hat vor 7 Jahren das Ausmaß und die Folgen von Kinderarbeit auf malawischen Tabakplantagen untersucht und kam zum Schluss, dass etwa 80.000 Minderjährige in dem Land regelmäßig an Ernte und Verarbeitung von Rohtabak beteiligt sind und dass viele davon unter schmerzhaften Husten leiden, unter Kopf- und Bauchschmerzen und unter Muskelschwächen. Alles Symptome. Ein in London ausgebildeter Kinderarzt ist Leiter des malarischen Gesundheitswesens. Grüne Wien, Tabak, Krankheit, Wasser, Telefon. Das ist ein Schicken Sie mir doch eine E-Mail mit der genauen Bezeichnung, dann kann ich das mal für Sie googeln.